Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Und wir sind auf dem Weg ins Gros Châtelet, irgendwie so. Fakt ist, wir müssen nach da vorne. Und dort werden wir uns das nächste Fragmenträtsel besorgen. So, der große Stein an der Richterstelle. 9. Monat. Vergoss. Moment, bin ich überhaupt richtig? Ja, alles gut, alles gut. Nevermind. So. Übrigens habe ich jetzt herausgefunden, dass man gar nicht diese Truhen abholen braucht innerhalb der erwarteten Zeit. Es reicht auch einfach, wenn man die Zeit einfach abwartet. Ich meine, es geht natürlich schneller so, aber schon mal gut zu wissen, dass es auch anders funktioniert. Kommt mal da rein. Mal so drauf zuricht. Nee, natürlich nicht. So, das erste Rätsel lösen. Das werden wir doch so gleich tun. Frage ist, wie kommen wir am schnellsten da hoch? Antwort. Wir springen nicht da lang. Okay, Moment. So, versuchen wir mal hier hochzulaufen. Geht doch. So, dann pingen wir mal schnell. Niemand in Sichtweite. Sprich, wir können schnell nach da oben. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem steinernen Wächter ist tatsächlich dieser Wachturm gemeint. Und da haben wir tatsächlich das nächste Rätsel. Die Märtyrer des Herodes in ihrem zeitlosen Tempel suchen das Werk des Alchemisten heim in ihrem makabren, lautlosen Tanz. Okay. Frage ist, wie kommen wir jetzt am schnellsten wieder runter? Interagieren? Achso, so, okay. Und runter und runter und runter und weiter runter und töten. So, schön, dass wir das geklärt hätten. Gut, dann schauen wir mal eben in unsere Map. Das sind Initiates-Tour. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass Herodes Tempel damit der Friedhof der Unschuldigen gemeint ist. So, ihr sterbt beide. Schön, dass wir darüber geredet haben. Gut. Und dann schauen wir doch mal. Oh, da bricht die Framezahl fast weg. Ich dachte schon, wir hätten jetzt wieder eine Einbuße erlitten, aber es ist doch nochmal ganz gut ausgegangen für uns. So, lass mich bitte vorbei. Okay. Das hier nicht König Herodisch oder so. In der Art, in der Richtung, wie auch immer. Nehmen wir einfach das Symbol, das da vorne an die Wand gekritzelt ist. Im Bauch der Welt wartet der Heilige des Hirsches auf seinem südlichsten Helfer, den göttgleichen Himmel zu erreichen. Da steht ein Ö, ne? Ja, ach, nee, göttlichen, nicht gottgleichen. Oh Gott, göttlichen, ja. Ja. Kein Problem, kein Problem. Gut, schauen wir mal auf der Karte. Haben wir irgendwie eine Kirche in der Nähe? Was haben wir hier? Da ist auch so ein Turm. Auf dem südlichsten Helfer. Keine Ahnung. Wie weit ist denn das? Ach, das kann ich auch laufen eben. So, einen Moment, dann rennen wir doch mal schnell in diese Richtung.
So, so, zack, zack. Alle Mann an die Seite. Vielen Dank, vielen Dank. Lasset mich vorbei, lasset mich vorbei. Hier haben wir eine Initiates-Truhe, die wir bestimmt noch nicht, ich meine natürlich Nomad-Truhe, die wir noch nicht freigespielt haben. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich meine, kommen hier, Mission, alles auffüllen, was soll der Geiz? So, alles auffüllen an Medizin, jawohl. Niedrige füllen wir auch noch auf. Ach, scheiß drauf, das brauchen wir nicht. So, gut, okay, wir laufen weiter Richtung Kirche. Und was der südlichste Helfer sein könnte, ich vermute mal dieser kleine Turm dort. Aber wir werden es vermutlich gleich sehen. Ich habe hier schon mal unsere Eagle Vision. Aber hier ist wohl nichts zu sehen. Hm. Der südlichste Helfer. Ja, sammeln wir erstmal das Ding hier ein. Okay. Hm. Okidoki, dann klettern wir mal hier hoch. Das war easy. Okidoki, das letzte Rätsel gelöst. Haben wir jetzt genug eigentlich zusammen, um im Café Theatre die Rüstung freizuschalten? Gute Frage, nächste Frage. Wisst ihr was, wir probieren das einfach mal. Schnellreise, jawohl. Kann sein, dass uns einer fehlt, aber ich hatte eigentlich nichts mehr gesehen auf der Karte. Aber ich meine, ich habe auch gerade Göttgleichen statt Göttlichen gelesen. Also von daher, ich kann sie schon wieder in der Tonne kloppen heute. Und dann werden wir mal schauen, was wir da so vorfinden werden in der Rüstungskammer unseres Anwesens. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Bitte, lade doch endlich Spiel. Ich habe gerade nicht mal etwas, um nebenbei zu lesen. Könnte ja über die Rotationshyperbolide von Interferenzmustern sprechen, aber das würde vermutlich nicht interessieren, also lasse ich das lieber. So, wir klauen uns natürlich unser Geld, mal gucken, wie viel drin war. Vielen Dank fürs Gespräch. Wieder 42.000. Gut, gut. Kommen wir mal hier ordentlich Kohle. So muss das sein. Eine fehlt. Wo? Wo ist der Drecksack? Wo hat er sich versteckt? Ich sehe die bestimmt wieder nicht. Es kann natürlich sein, dass sich das Ding hier in dem Bezirk versteckt. Dann würde ich mal fast behaupten, wir reisen schnell zu diesem nächsten renovierten Gesellschaftsclub und werden mal den letzten Bezirk erkunden. Und vielleicht gibt es dafür ja auch ein Achievement. Wer weiß, wir werden es sehen. Endloser Ladebildschirm. Ach komm schon, macht hin.
Lal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 
4 statt beide. So, okay. Das macht mich jetzt doch ein wenig nachdenklich. So, also wir laufen jetzt erstmal diesen Sumpf lang hier und dann. So, für 100 Credo-Punkte mache ich das wohl. Autsch! Hörst du wohl auf? Mensch. Gibt's doch nicht hier. So. Wir schauen uns mal um. Nehmen noch diese Truhe mit. So. Eine Stufe 2 Truhe. Uhuhu, das war ganz schön knapp. Gut, gut. 6000 Livre, ja, nehme ich mit. Definitiv. Oh, ohohohoho. Feuer der Ausgestoßenen war also wörtlich gemeint. Okay, wo die Toten ruhen, wachen steinerne Augen, wachsame Hüter im Tode wie im Leben. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es hier vorne sein muss, weil, wie gesagt, wir waren hier noch nie und das ist so das nächstgrößere Gebäude und es ist rot markiert und wir wissen ja, alles was rot markiert ist, da gibt es wichtige Dinge zu holen, zum Beispiel eine Nostradamus-Scheibe, auch wenn die das nicht wissen. Ah, oh, ein Dieb. Ein Dieb. So, hab ich. Jetzt können wir weitermachen. 7 von 30 Massenereignissen. Das ist doch schon mal eine gute Quote. So. Schön, dass wir das geklärt hätten. Okay, schauen wir mal weiter. 150 Meter Richtung Norden. Ich hoffe doch, dass... Ach, das werden wir diese Episode nicht schaffen. Wir haben nur noch knapp 2 Minuten. Vielleicht schaffen wir ja noch das dritte Rätsel zu hören. So. Ich hoffe doch, dass wir das jetzt recht schnell finden. Da ist es doch. Sehr schön, interagieren. Im stinkenden Morast, wo dunkle Ströme auf ihre fließende Mutter treffen, findest du dein Ziel am Fuße eines alten Turmes. Ich würde sagen, wir laufen weiter gen Norden, wo der Sumpf auf die Szenen trifft. Und an der Stelle... So, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wo wir dann auch diesmal wirklich die Rüstung von Thomas von Akia uns unter den Nagel reißen. Und ja, ich sage einfach mal an der Stelle, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.